Im August 1946 findet der Vizepräsident des polnischen Parlaments Benisch ein altperuanisches Testament. Eine Spur zu einem Schatz der Inkas. Ein Vorfahre von Benisch hatte sein Glück in Peru gesucht. Als er nach Jahren in der Fremde nach Europa fliehen musste, brachte er Kisten voller Gold aus dem Inka-Reich mit, einer Region zwischen dem heutigen Kolumbien und Chile. Doch von da an begleiteten mysteriöse Todesfälle die Familie. Der Film Todescode aus Peru ermittelt in einem unglaublichen Kriminalfall. Niedrica in Südpolen. Am Abend des 31. Juli 1946 ereignen sich auf dem Schloss ungewöhnliche Dinge. Der polnische Adlige Andrzej Benesch auf der Suche nach einem mysteriösen Familienerbe. Endlich am Ziel. Unter der Schwelle, so glaubt er, liegt der entscheidende Hinweis auf einen legendären Goldschatz der Inka. Doch erneut steht Andrzej Benesch vor einem Rätsel. Es führt ans andere Ende der Welt, ins Land des mythischen Goldes, nach Peru. Nur allmählich überwindet Polen den Albtraum des Zweiten Weltkrieges. Der Alltag ist hart, viele stehen vor dem Nichts. Unzählige Familien wurden auseinandergerissen. Eine neue Zeit bricht an. Wie immer in schweren Zeiten suchen die Menschen einen Ausgleich zum harten Alltag. Erinnerungen und Hoffnung beflügeln die Fantasie. Mit Vorliebe studieren die Überlebenden die Geschichte ihrer Vorfahren. Auch Andrzej Benesch ist fasziniert. Eines Tages stößt er auf die Spur von Sebastian Berzewicz. Ein ungarischer Adliger aus dem 18. Jahrhundert. Ein Abenteurer, Raufbold und Verschwender. Ein Unruhestifter. Jedes Duell nahm er an. Oft wurde er verwundet. Doch immer gelang es ihm, seine Gegner zu besiegen. Aber mehr noch als das Duell liebte er das Reisen. Mit knapp 30 Jahren macht sich Sebastian auf nach Peru. Unterwegs in Europa hat er von den unvorstellbaren Schätzen der Inka gehört. Von Cadiz in Südspanien geht die Fahrt zunächst bis Panama. Dort nimmt er ein anderes Schiff nach Lima. 3 volle Monate ist er unterwegs, trotz günstiger Winde. Im November 1760 endlich erreicht der junge Abenteurer sein Ziel. Ein gefährliches Unternehmen, denn die Spanier, die Peru besetzt halten, kontrollieren jeden, der ins Land will. Sebastian hat nur eins im Sinn. Er will die Reichtümer der Inka finden und das um jeden Preis. Ungeachtet der angespannten politischen Lage sucht der Neuankömmling Kontakt zu den Inka. Wieder einmal war ein Aufstand gegen die Spanier gescheitert. Vergeblich hatten die Indios auf die Hilfe der britischen Krone gehofft. Sebastian schaltete schnell, gab sich als englischer Lord aus und versprach, sich für die Sache der Rebellen zu verwenden. Von der Geschichte seines Vorfahren gefesselt, liest Benesch alles, was er über das alte Kulturvolk am anderen Ende der Welt finden kann. Peru, auf dem südamerikanischen Kontinent, war für Jahrhunderte Mittelpunkt des Inka-Imperiums. Die gewaltige Gebirgskette der Anden schützte die heiligen Zentren lange Zeit vor Eindringlingen. Die Bewohner schufen ein mächtiges Reich und eine blühende Kultur. Als höchsten Gott verehrten sie Inti, die Sonne, und ihren Herrscher, den obersten Inka, als Sohn der Sonne. Hoch über dem wilden Urubamba Canyon, geduckt im Schatten schwindelerregender Gipfel, das geheimnisumwitterte Machu Picchu. Die grandiose Festungsstadt mit mehr als 200 Gebäuden, eine Meisterleistung der Architektur. Die dicken Mauern, hochgezogen aus tonnenschweren polierten Steinen, vollendet behauen und ohne Mörtel fugenlos zusammengesetzt.
Ein ausgeklügeltes System aus Treppenstraßen verband Ober- und Unterstadt der weitläufigen Anlage. Von den Spaniern verschont, schlummerte das Juwel vergessen im Dschungel, bis der amerikanische Forscher Hiram Bingham im Juli 1911 die imposanten Ruinen entdeckte. Er bestaunte die eindrucksvollen Weihestätten, die exakt nach dem Lauf der Sonne ausgerichtet sind. In den Nischen standen einst Figuren aus reinem Gold. Die Inka glaubten, das Metall sei der Schweiß der Sonne, von Inti, dem Reichsgott, persönlich geschaffen. Nur der Herrscher, der Sohn der Sonne, durfte darüber verfügen. Gold und Silber hatten rituelle Bedeutung, aber keinerlei materiellen Wert. So die Überlieferung. Cusco war Hauptstadt und Regierungszentrale. Zum Schutz der Bewohner ließ der oberste Inka im 15. Jahrhundert eine Festung errichten, hoch über der Metropole. Von ihrem Stammessitz aus sollten die Indios ein riesiges Reich erobern. Bis in die entferntesten Winkel des Landes, zu allen unterworfenen Völkern und Sippen, trugen sie die Lehre von Inti. Seinen Kult erhoben sie zur Staatsreligion. Jeder musste sich ihm unterordnen. Alljährlich am 23. Juni feierten die Menschen Inti Rami, das Fest der Sonne, der höchste Feiertag im Kalender der Inka. Opfergaben wie Lebensmittel, Kokablätter, Tiere oder auch Gegenstände aus Gold sollten den übermächtigen Gott gnädig stimmen. Seine Rolle übernahm in der Blüte des Reiches der Herrscher selbst. Als Sohn der Sonne war er zugleich oberster Priester. Hymnen und Gebete begleiteten die genau festgelegten Zeremonien. Als erster Mann im Staat hielt der Herrscher die Fäden in der Hand. Er überwachte die Verwaltung, erließ Gesetze und befahl die Armee. Ein Straßennetz von 20.000 Kilometern garantierte die Kontrolle über das ganze Land. In nur wenigen Jahrzehnten beherrschten sie ein riesiges Gebiet, mehr als 4.000 Kilometer von Norden nach Süden. Das Mammutreich erstreckte sich vom unzugänglichen Hochland über alle Klimazonen bis zu den Küsten am Pazifischen Ozean. Knoten in Schnüre geknüpft, ein Quipu, der Informationsträger der Inka, denn das Andenvolk kannte keine Schrift. Eine komplizierte Gedächtnisstütze für Zahlen oder andere Botschaften. Ohne mündlichen Kommentar eines Eingeweihten jedoch konnte der Adressat den Inhalt nicht verstehen. Nach der Eroberung Perus durch die Spanier kam der Quipu aus der Mode. Das Ethnologische Museum von Berlin hütet noch einige der einzigartigen Exemplare. Der Quipu ist ein Geflecht aus Schnüren. Jede einzelne Schnur trägt verschiedene Arten von Knoten. Jeder Knoten sitzt an einer bestimmten Stelle, denn die Position der Knoten bestimmt den Inhalt der Botschaft. Bei einem Zahlenquipu bezeichnen manche Knoten die Einer, andere die Zehner oder Hunderter, je nachdem, wo sich der Knoten auf der Schnur befindet. Also ein komplexes System zur Registrierung von Wirtschaftsgütern. Von spanischen Chronisten wissen wir, dass die Inka Quipus auch in der Verwaltung einsetzten. Darüber hinaus gab es auch Quipus, die Gesetze oder andere Texte enthielten. Ferner ist überliefert, dass die Schnüre oft bunt waren. Dabei hatte jede Farbe eine bestimmte Bedeutung. Rot bedeutete Krieg, schwarz stand für die Verstorbenen und gelb für Gold. Das Know-how, um den Code des Quipu zu knacken, ging mit dem Zerfall des Reiches allmählich verloren. Als sich jedoch Sebastian in Cuzco aufhielt, war das Nachrichtensystem noch geläufig. Für den jungen Ungarn nahm das Leben in der Fremde eine glückliche Wende. Er hatte die Tochter der königlichen Indio-Familie vor dem Zugriff einer spanischen Patrouille gerettet. Seine Heldentat öffnete ihm das Haus und die Herzen der herrschaftlichen Sippe. Unsterblich verliebte sich Sebastian in Prinzessin Umina.
Ihre Zuneigung veränderte ihn. Vor allen Anwesenden gab der europäische Glücksritter seine wahre Identität preis. Mit einem uralten Ritual nahmen ihn die Abkömmlinge der letzten Dynastie in ihre Gemeinschaft auf. Trankopfer für Pachamama, die große Mutter der Erde. Und Taita Inti, die strahlende Sonne. Selbst 200 Jahre nach dem Fall des Imperiums glaubten die Einheimischen noch an die Allmacht ihrer Götter. Auch der neue Verbündete übt Ehrerbietung. Eine halbherzige Geste, denn seinen Traum, die goldenen Schätze der Inka zu besitzen, wollte er noch nicht begraben. Die arglosen Söhne der Sonne ahnen nichts von seinen geheimen Absichten. Bei den Recherchen nach den Wurzeln seiner Familie stößt Ange Benesch auf ein rätselhaftes Porträt. Überrascht blickt er auf die exotischen Gesichtszüge von Tupac Amaru, dem Anführer des großen Indio-Aufstandes von 1780. Die verblüffende Ähnlichkeit mit sich selbst entgeht dem Polen nicht. Kein Zweifel, in seinen Adern fließt indianisches Blut. Der Grund dafür liegt 150 Jahre zurück. In einer Kirche in Cusco vermählte sich sein Blutsverwandter Sebastian Bergevici mit der Inka-Prinzessin Umina. Die Hochzeit fand nach katholischer Zeremonie statt und keineswegs in den Ruinen eines Inka-Tempels. Der katholische Glaube war mit den Spaniern ins Land gekommen und hatte sich in mehr als zwei Jahrhunderten weitgehend durchgesetzt. Aber die rigide Missionierung zum Christentum durch die Spanier konnte nicht verhindern, dass die ursprüngliche Religion weiterlebte. Überall im ganzen Land geweihte Stätten, die sogenannten Huacas, Orte, von denen übernatürliche Kräfte ausgehen sollen, wie der heilige Fluss Urubamba, so galten auch Seen, Berge, Höhlen, Bäume oder Steine als sakrale Plätze. Die Naturgeister, die dort hausten, wollten besänftigt werden. Kein Tag verging, ohne dass die Indios den jenseitigen Mächten Opfer darbrachten. Zu besonderen Festtagen strömten tausende Pilger zu den großen Tempeln des Reiches. Unweit von Lima beherrscht ein gewaltiges Heiligtum die weite Ebene, errichtet zu Ehren von Pachacamac, dem Schöpfer der Welt. Hunderte unterschiedlich gut erhaltene Skelette haben Forscher aus den umliegenden Bodengräbern geborgen. Wallfahrer von einst, vermuten die Experten. Die Knochen offenbaren die Herkunft der Verstorbenen. Das Team untersucht Fasern, Körperbau und Schädel, um die Stammeszugehörigkeit festzustellen. In der nahen Pilgerstadt lebte eine multikulturelle Gesellschaft. Die Toten einzubalsamieren gehörte zum Bestattungsritual der Inka. Mit Edelsteinen und kostbarem Metall herausgeputzt, die Mumien der Reichen. Viele wurden rücksichtslos geplündert. Die Grabräuber zerstörten dabei die konservierten Körper, getrieben von der Gier nach Gold. Nur ein Bruchteil der unermesslichen Schätze des Reiches landete im weltbekannten Goldmuseum von Lima. Das Glanzstück der Ausstellung? Die strahlende Sonne, die Verkörperung Intis, Symbol des Imperiums. Wie ein dichtes Netz lag der schimmernde Rohstoff ausgebreitet über dem ganzen Land. Die Indios holten ihn tief aus der Erde oder wuschen ihn aus den Flüssen. Allein nach Cusco lieferten sie jährlich 200 Tonnen. Nach heutigem Kurs ein Milliardenwert. Im Eldorado der Inka schufen die Goldschmiede kostbare Objekte im Überfluss. Fein ziselierten Schmuck, Kultgegenstände und monumentale Bildwerke. Die mehr von den sagenhaften Reichtümern Perus zog skrupellose europäische Eroberer und Abenteurer magisch an. Zum Schaden der Sonnensöhne. Seit Monaten sitzt Ange Benesch über den Büchern. Inzwischen ist er beim Niedergang der Inka angelangt. Seiner Verlobten erzählt er von den grausamen Taten der Schlüsselfigur, Francisco Pizarro. In Sevilla,
dem einstigen Verwaltungssitz der spanischen Kolonien, lagert sein historisches Vermächtnis. Im Archiv für altamerikanische Geschichte berichten viele Dokumente von Pizarros blutiger Expedition zu den Inka. Ihr Herrscher Atahualpa empfing den Eindringling gastfreundlich, denn er glaubte, der weißhäutige Schöpfergott Viracocha sei zu seinem Volk zurückgekehrt. Doch Pizarro und seine Männer gehen mit äußerster Brutalität vor. Obwohl sie auf wenig Gegenwehr stoßen, rauben, morden und foltern die Spanier gnadenlos. Der letzte Akt: Die Soldaten nehmen Atahualpa gefangen. Dem ruhmsüchtigen Eroberer legt der Herrscher große Schätze zu Füßen als Preis für sein Leben. Und dennoch, Pizarro lässt ihn am 19. August 1533 töten. Ein Großteil der heiligen Gegenstände wird eingeschmolzen, in den Augen der Inka ein Frevel. Schiffsladungen voll Gold schaffen die Diebe fort, um die leeren Kassen der spanischen Krone zu füllen. Ein Teil der Beute versinkt in den Fluten. Der Titicacasee im Hochland Perus. Einige ihrer heiligsten Kultobjekte konnten die Indios in einer heimlichen Aktion vor der Raublust der Weißen retten. Der Legende nach versenkten sie die goldene Sonnenscheibe aus dem Inti-Tempel in der Tiefe. Seither wacht Mama Cocha, die Mutter der Gewässer, über das Herrschersymbol der Inka. Tupac Amaru, der damalige Anführer, ruft 1780 sein unterdrücktes Volk zur Rebellion gegen die Spanier auf. Nach zwei langen Jahren ist der Widerstand blutig niedergeschlagen. Zwanzig Jahre hat Sebastian Bergevici für die Sache der Einheimischen gekämpft. Auch Tupac Amaru unterstützte er mit allen Kräften. Doch jetzt schwebt der Ungar selbst in höchster Gefahr. Ihm bleibt nur die Flucht nach Europa. Seine Familie vertraut ihm einen Goldschatz an. Er soll ihn zu Geld machen und aus der Ferne einen neuen Aufstand vorbereiten. Im Schutz der Nacht bringt Sebastian mit seinen Getreuen die wertvollen Kisten zum Hafen. Gemeinsam mit jungen Angehörigen der letzten Herrscherdynastie geht er an Bord eines Schiffes und verlässt das Land. Das Ziel heißt Italien. In seinen Unterlagen hat Andrzej Benesch einen konkreten Hinweis auf den Zufluchtsort gefunden. Venedig, Treffpunkt von Künstlern und Kaufleuten. In der Stadt der tausend Kanäle tummelt sich ein internationales Publikum. Abseits vom Trubel des Karnevals suchen sich die Flüchtlinge aus Peru eine Bleibe. Vierzehn Jahre lang lebt Sebastian unbehelligt in Italien. Dort kam sein Enkel Antonio zur Welt. Die Inka in der fernen Heimat setzten große Hoffnungen auf den Jungen, denn der zukünftige Thronfolger sollte ihnen eines Tages die Freiheit wiederbringen. Er war der Sohn von Sebastians Tochter. Die junge Frau hieß wie ihre Mutter Umina, Sebastians Frau. Sie war bei der Geburt der Tochter gestorben. Das Mädchen wuchs zu einer Schönheit heran. Scharen von Verehrern musste sie zurückweisen. Denn ihre Bestimmung war es, sich mit einem Inka-Aristokraten zu vermählen. Sie heiratete Tupac Amaru, einen nahen Verwandten des legendären Rebellenführers gleichen Namens. Sie hatten sich gewünscht, ihre Kinder könnten in Peru aufwachsen. Doch das Paar musste gleich nach der Hochzeit mit Bergevici nach Venedig fliehen. Über ihre politischen Aktivitäten im italienischen Exil weiß niemand etwas Genaues. Vermutlich zogen sie weiterhin die Fäden und versorgten die Untergrundbewegung in Südamerika mit Geldern. Plötzlich, im Frühjahr 1797, überschlagen sich die Ereignisse. Ein Unbekannter beobachtet das Haus und auf Schritt und Tritt seine ahnungslosen Bewohner. Noch merken Umina und Tupac Amaru nichts von der Gefahr.
Arglos nutzen sie die Zeit des Karnevals, um endlich wieder einmal unbeschwert durch die Gassen der Altstadt zu ziehen. Die glücklichen jungen Leute vergessen alles um sich herum. Ausgelassen stürzen sie sich ins heitere Tanzvergnügen. Die anonyme Menschenmenge, für die beiden eine ideale Tarnung, so scheint es. Für den mysteriösen Fremden ist jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen. Er schlägt los. Zielstrebig lockt er die fröhliche Meute ins Dunkel der Seitenstraßen, weit weg von den belebten Plätzen. Der Geheimdienst der europäischen Machthaber in Peru hat saubere Arbeit geleistet. Das Zielobjekt hat keine Chance mehr. Der Scherge der spanischen Krone erledigt seinen Auftrag mit kühlem Kopf. Tupac Amaru, der Hoffnungsträger der Inka, ist tödlich getroffen. Jede Hilfe kommt zu spät. Die einzige Chance, die restliche Familie zu retten, ist die erneute Flucht. Wieder einmal brechen die Emigranten alle Brücken hinter sich ab. Von Italien aus fahren sie über Land bis nach Polen, zur Burg Niedzica in der Nähe von Krakau. Mehr als 800 Kilometer über hohe Pässe und schlechte Straßen. Endlich am Ziel. Majestätisch ragt das Schloss zum Abendhimmel empor. Durchgerüttelt und völlig erschöpft treffen die Verfolgten dort ein. Hinter den dicken Mauern der Wehranlage können sie sich sicher fühlen. So hoffen sie. Ihr wertvolles Gut, die Kiste mit Gold, verstecken sie irgendwo in den verschwiegenen Verließen des Schlosses. Wehmütig erklingen die Lieder der Indios durch das Tal. Ihnen bleibt nichts als Warten und die Sehnsucht nach der Heimat. Unerschütterlich halten sie an ihren traditionellen Lebensgewohnheiten fest. Voller Sorge blickt der alte Sebastian in die Zukunft. Für das Gold der Familie, ihr einziges Kapital, trägt er die alleinige Verantwortung. Hinzu kommt die ständige Angst, entdeckt zu werden. Umina versucht, die Bedenken ihres Vaters zu zerstreuen. Doch es kam, wie es kommen musste. Spaniens Spione waren nicht untätig und haben die Spur der Flüchtlinge bis ins entlegene Niedzica verfolgt. Mit Tupac Amarus Tod in Venedig war die Mission längst nicht erfüllt. Der König in Madrid fürchtete den ungebrochenen Einfluss der Inka-Sippe. Für ihn gab es nur eine Lösung. Umina und ihr Sohn müssen sterben. Im Schutz der Dunkelheit schleicht der Attentäter zur Burg. Mühelos dringt er bis ins Innere der Anlage vor. Keine Wache versperrt ihm den Weg. Zeit zum Schlafen gehen. Wie jeden Abend will Antonio bei seiner Mutter bleiben. Doch Umina ist streng, sie schickt ihn ins Bett. Eine schicksalhafte Entscheidung. Der Eindringling bleibt unbemerkt. Als die junge Frau zum Fenster schreitet, ist der geeignete Augenblick für den kaltblütigen Mörder gekommen. Die Falle schnappt zu. Ein silberner Sarkophag nahm die sterbliche Hülle Uminas auf. Die Familie gab ihr einen Teil des Goldschatzes mit ins Grab, so die Legende. Niedzica war nicht mehr sicher. Sebastian handelt entschlossen. Das kostbare Gut schafft er gemeinsam mit den Indios aus dem Haus. In unmittelbarer Nähe kannte er ein ideales Versteck. Eine längere Reise barg zu große Gefahren. Deshalb kam am ehesten eine verlassene Burg in Frage. Davon gab es in den Nordkarpaten viele. Die malerische Ruine von Tropstin ist der sagenumwobene Ort, an dem sich die Spur des Inka-Goldes endgültig verliert. ...150 Jahre später. Sebastians Nachkomme Andrzej Benes lässt eine Frage nicht mehr los. Was geschah mit Antonio? War das Kind doch noch ein Opfer der spanischen Intrige geworden? Oder hatte er überlebt? Die Familienchronik enthielt nur einen kleinen Hinweis.
Er führt den Ahnenforscher 1946 zur Heiligkreuzkirche in Krakau. Bereitwillig holt Pfarrer Mytkowitsch das heilige Messbuch hervor. Irgendwo zwischen den vergilbten Seiten muss ein Dokument liegen, das über den Lebensweg des Jungen entschieden hat. Für Benesch ein großer Moment. Angespannt blättert er in den dicken Folianten. Dann liegt das Schriftstück vor ihm, die Adoptionsurkunde für Antonio. Zum ersten Mal hält Benesch einen offiziellen Beweis seiner indianischen Herkunft in Händen. Das Verbindungsglied in der verworrenen Familiengeschichte ist Václav Benesch. Nach den schrecklichen Ereignissen auf Nizhica hatte Sebastian schweren Herzens entschieden, Antonio seinem Neffen anzuvertrauen. Er sah keinen anderen Weg, seinen Enkel zu schützen. Als Thronfolger musste er von der Bildfläche verschwinden. Er durfte nicht zum Spielball rücksichtsloser politischer Machenschaften werden. Äußerlich gefasst sehen die Stammesbrüder zu, wie das Waisenkind zum polnischen Staatsbürger wird. In die Adoptionsurkunde lässt Sebastian einen Vermerk schreiben. Er besagt, dass ein Kipu an einem bestimmten Ort vergraben ist. Die Inka haben den Code auf Schloss Nizhica geknüpft. Er soll die Information enthalten, wo der lang gehütete Familienschatz verborgen liegt. Was nach dem Identitätswechsel aus Antonio wurde, bleibt weitgehend ein Geheimnis. Es heißt, er habe überlebt. Ob er jemals das Gold seiner Vorfahren in Besitz genommen hat, kann Benesch vielleicht bald beantworten. Sein Besuch in Krakau hat unverhofft alles verändert. Die Aussicht, kurz vor der Auflösung eines alten Rätsels zu stehen, macht ihn euphorisch. Er weiß jetzt, wo er suchen muss. Der Pfarrer übersetzt das lateinische Original ins Polnische und beglaubigt die Abschrift des Adoptionspapiers. 31. Juli 1946. Am frühen Abend verlassen Benesch und seine Verlobte den Grenzschutzposten nahe Nizhica. Im Schlepptau zwei Soldaten. Die Männer sollen das Paar auf die Burg begleiten, als Zeugen der bevorstehenden Aktion. Ein Unternehmen mit ungewissem Ausgang. Nur mühsam können die beiden ihre Anspannung verbergen. Auch die Uniformierten sind schweigsam. Sie fühlen sich nicht wohl bei der Sache. Seit langem kursieren wilde Gerüchte um das verwitterte Gemäuer. Die Rede ist von einem Inka-Schatz, der jedem zum Verhängnis wird, der nach ihm sucht. Der einzige noch lebende Augenzeuge der Geschehnisse an jenem Tag ist Franciszek Szydlak, damals Wachmann. Heute führt er Touristen durch die Ruine. Damals war ich Wächter des Schlosses. Eines Tages wollte ich das Tor abschließen, als auf einmal Benesch kam und mich fragte, ob ich denn schon zumachen und heimgehen wolle. Er sagte, ich muss hier etwas suchen, ein Testament. Warten Sie bitte noch etwas. Und dann fragte er noch, wo wohnt hier eigentlich der Ortsvorsteher? Ich sagte, in Nizhica. Ist denn da noch jemand? Wollte er wissen. Ich antwortete, ja, die Miliz. Und an der Grenze sind da Leute? Ja, ein Hauptmann mit seinen Soldaten. Warten Sie hier, sagte er. Ich gehe Sie holen. Der 80-Jährige erinnert sich genau an die Stelle. Das ist sie, die Schwelle. Als die Soldaten sie anhoben, ist sogar ein Stück abgebrochen. Mit Spitzhacke und Eisenstange gehen sie ans Werk. Liegt unter der Platte das Vermächtnis der Inka an ihren geliebten Antonio? Oder hat der Abkömmling der Sonnensöhne die Botschaft bereits geholt? Das Glück steht auf der Seite der Schatzsucher.
Behutsam nimmt Andrzej Beneš die unscheinbare Bleikapsel an sich. Nur er allein weiß, was sie enthält. Den entscheidenden Moment will keiner der Anwesenden verpassen. Gebannt verfolgen sie jede Bewegung. Aus dem Futteral zieht Beneš vorsichtig eine Lederrolle. Sie ist alt. Die exotischen Muster stammen offensichtlich nicht aus Europa, sondern aus einer fremdartigen Kultur. Die spärlichen Angaben in der Adoptionsurkunde aus Krakau haben sich bewahrheitet. Den Kipu der Exil-Inka gibt es tatsächlich. Die verschlüsselte Nachricht vom Versteck des Goldes. Keiner der Polen hatte je zuvor ein so seltsames Gebilde zu Gesicht bekommen. Auch Beneš weiß die Knoten nicht zu deuten. Dennoch sieht er sich schon als gesetzmäßigen Erben unermesslicher Reichtümer. Wo immer der legendäre Goldschatz der Sonnensöhne auch lagern mag, Andrzej wird alles daran setzen, den Code zu knacken. Nur wenige Tage nach der spektakulären Entdeckung des Kipu kam es in Nidzica zu einem mysteriösen Unglück. In der Nacht zum 2. August 1946 brannte der Grenzschutzposten bis auf die Grundmauer nieder. Drei Soldaten starben in den Flammen. Zwei von ihnen hatten an der Suche auf der Burg teilgenommen. Die meisten Dorfbewohner glaubten nicht an einen Zufall. Sie sagten, die Inka-Götter haben sich gerächt, weil ein Unbefugter den Kipu weggenommen hat. Ich war damals 14 und kann mich noch gut daran erinnern. Alle Soldaten, die da drin waren, sind vollständig verbrannt. Später redeten die Menschen im Dorf von einem Fluch und davon, dass es kein gewöhnlicher Brand war. Es soll ein Fluch gewesen sein. Als Strafe dafür, dass die Männer kurz zuvor irgendwelche Schätze oder indianische Schriften, glaube ich, gefunden hatten. 1969. Kongress der Demokratischen Partei Polens, einer Satellitenpartei der Kommunisten. Der Mann an der Spitze, Andrzej Beneš. Zwei Jahre später wurde er sogar stellvertretender Vorsitzender des polnischen Parlaments. Von da an wollte der Politiker mit dem Inka-Schatz nichts mehr zu tun haben. Wenigstens offiziell nicht. Heimlich jedoch kauft der Staatsmann die Ruine Tropstin. Ausgerechnet die Burg, die Sebastian vermutlich einst als Versteck für die Goldkiste auswählte. Ein Zufall? Unter dem Deckmantel der Wissenschaft gibt Beneš eine Probegrabung in Auftrag. Keiner, der daran teilnahm, kannte den wahren Hintergrund. Mit Ausnahme des archäologischen Leiters. Trotz intensiver Suche haben sie nichts gefunden. Schon bald muss der besessene Beneš seinen Traum aufgeben. Er ist fast pleite. Doch er lässt nicht locker. Nur kurze Zeit später organisiert der Pole eine Expedition nach Peru. Im Gepäck der jungen Leute eine Kopie des Kipu von Nidzica. Der Ahnenforscher hat sie eigenhändig geknüpft. Sein Auftrag lautet, jemanden zu finden im fernen Südamerika, der den Code noch deuten kann. Die einzige Chance, den Inhalt der verschlüsselten Botschaft zu erfahren. Doch einen Kipu-Leser aufzuspüren im Peru des 20. Jahrhunderts, eine fast aussichtslose Mission. Uno de los factores que impide conocer. Es gibt viele Gründe, warum wir weder ausreichend spanische Umschriften von Kipus noch genügend Originale besitzen. In den Indianerdörfern existierten zwar lange Zeit spezielle Lagerstätten, eines für die Originale und eines für die Umschriften. Son construcciones particulares. Lastimosamente por condiciones históricas particulares. Aber durch die historischen Ereignisse des 17. Jahrhunderts, besonders durch die Repressalien der katholischen Kirche, wurden viele der Knüpfcodes zerstört. Sogar die meisten wurden vernichtet. Y solo tenemos
Heute besitzen wir nur die Umschriften der Steuereinnahmen und Rechnungsbücher. Quipus mit anderen Texten, die damals ins Spanische übersetzt wurden, fehlen. Wir haben einfach keine Möglichkeit, die komplizierteren Quipus zu entziffern. Zwar gibt es in Peru noch viele Schamanen, die in den Huacas, den Naturheiligtümern, Tag für Tag die althergebrachten Rituale zelebrieren. Aber das Know-how, Knotengeflechte mit komplexen Inhalten zu verstehen, besitzen selbst sie nicht mehr. Denn die Tradition, Quipu-Nachrichten durch speziell ausgebildete Männer mündlich weiterzugeben, starb mit der Einführung der Schrift aus. Ob ein Eingeweihter der Truppe aus Krakau jemals doch etwas über die geheime Botschaft des polnischen Quipu berichten konnte, wissen allein die Götter. Denn irgendwo im weiten Land der Sonnensöhne sind die jungen Forscher verschollen. Nicht einer kehrte zurück. Es sind Geschichten wie diese, die den Mythos vom Fluch des Inka-Goldes immer weiter nähren. Die Mutter eines der Vermissten weiß auch keine bessere Antwort. Alles begann 1970. Mein Sohn hatte gerade seinen Abschluss an der Archäologischen Fakultät gemacht. Wir waren sehr stolz auf ihn. Eines Tages kam er nach Hause und sagte: Mama, mir wurde die Teilnahme an einer Peru-Expedition angeboten. Er war sehr glücklich. Er ist mitgefahren und ich habe ihn nie wieder gesehen. Ich weiß nicht einmal, wo er begraben liegt. Ich komme mit Blumen hierher, obwohl ich gar nicht weiß, wo ich sie hinlegen soll. Warschau, am 26. Februar 1976, 4 Jahre nach den tragischen Ereignissen in Peru. Die Vorstandssitzung der Partei. Ein Routinetermin für Benesch. Doch an jenem Tag konnte er sich nicht konzentrieren, heißt es später. Tatsächlich denkt der Politiker nur noch an seinen Quipu. Seit kurzem kursiert das Gerücht, ein Unbekannter sei aufgetaucht, der die geheimen Botschaften der Inka lesen kann. Gewährsleute wollen für ihn den Kontakt herstellen. Nach 30 Jahren voller Rückschläge endlich ein Hoffnungsschimmer. Die Nachricht, die über seine Zukunft entscheidet. Hastig verlässt der Parteivorsitzende die Konferenz. Ein brüskierendes Verhalten. Wer oder was Benesch dazu bewog, seine Staatspflichten zu vernachlässigen, bleibt bis heute unklar. Fest steht nur, dass er sich selbst ans Steuer setzte und davonbrauste. Zielort unbekannt. Der besessene Schatzjäger nimmt die Landstraße Warschau-Danzig. Die 400 Kilometer lange Strecke kennt er wie seine Westentasche. Will er in seine Wohnung oder in ein Versteck, um das Quipu zu holen? Hat er danach eine Verabredung mit dem großen Unbekannten? Fragen, die nie geklärt werden konnten. Am 26. Februar 1976, kurz nach 20 Uhr, passiert es. Wurde der Fahrer des Wagens geblendet oder war er übermüdet? Saß neben Benesch eine weitere Person, wie gemunkelt wurde? Wenn ja, wer war sie? Augenzeugen existieren nicht und der Polizeibericht liefert keine Antworten. Der Quipu bleibt seither unauffindbar. Und der Absender des ominösen Zettels konnte nie ermittelt werden. Dem Toten werden alle militärischen Ehren zuteil. Die polnische Regierung setzte ihren stellvertretenden Parlamentspräsidenten in einem Staatsbegräbnis bei. Mit der Familie trauert das Land um einen angesehenen Staatsdiener. Die näheren Umstände des Unfalls nahm nie jemand unter die Lupe.
Doch hinter vorgehaltener Hand tuscheln die Polen, Andrzej Benesz sei ein Opfer des Inka-Fluches. Ungebrochen hält die Legende vom Familiengold der Indios an. Scharen von Glücksrittern bevölkern das Gelände um die Burg von Nizhitsa. Mit modernem Gerät suchen sie jeden Zentimeter des Bodens ab. Bisher ist keiner von ihnen fündig geworden. Böser Zauber oder unerklärbare Todesfälle schrecken sie nicht. Seit 1974 verfolge ich die Spuren dieser Geschichte. Das ist das einzige Dokument, das sie glaubwürdig macht. Die Abschrift der Adoptionsurkunde, übersetzt und beglaubigt von Pfarrer Mitkowitsch. Das Dokument war im alten Messbuch versteckt. Es bezeugt, dass der Kipu, das sogenannte Testament der Inka, wirklich existierte. Der damalige Assistent des Pfarrers ist heute Professor, ein Experte für die Geschichte des Altertums. Er begutachtete die Urkunde und stellte weder die Unterschrift des Pfarrers noch den Stempel der Gemeinde in Frage. Das Auftauchen dieses Schriftstücks veranlasste mich dazu, die Geschichte für glaubwürdig zu halten. Bewiesen oder nicht, die Faszination des Goldes überwindet alle Grenzen. Seit jeher haben sich Eroberer und Abenteurer aufgemacht, die unermesslichen Reichtümer der Inka an sich zu reißen. Für die Indios war Gold der Schweiß der Sonne, Symbol ihrer mächtigen Götter. Den Fluch des Inka-Goldes hat es zu keiner Zeit gegeben. Der Fluch ist allein die Gier der Menschen.